Ja, willkommen zurück bei Secret of Mana. Wir spielen immer noch das Remake. Ich will noch ein bisschen weiter schauen, ob das sich doch so bessert, dass es mir gefällt. Wie gesagt, bin da ja sehr kritisch momentan. Oh, das klingt komisch. Ich weiß nicht, irgendwie die Musik. Ach, das ist so schwierig. Also das ist wirklich schwierig mit der Musik, muss ich sagen. Die ist nicht so cool wie die Original. Nee, gar nicht. Was haben die denn da mit den Instrumenten gemacht? Also entschuldigt. Das klingt richtig scheiße. Ich muss jetzt hier für die Gegend mal aufs Original stellen. Was kann man eigentlich noch hier machen? Gegenstandslimit. Ah, man kann das erhöhen. Das ist interessant. Man hatte damals nur 4 Gegenstände immer von jeder Sache. Das erleichtert natürlich den Schwierigkeitsgrad, weil man eben mehr Heiltränke hat und sowas. Das ist ganz interessant. So, jetzt gehen wir mal bei ihr. Das Angriffsverhalten einstellen. Ich würde einfach sagen, die können auch andere angreifen. Ich würde dir aber gerne andere Waffe geben. Und zwar hat die gerade so Kaiserklauen. Ich würde ihr eher die Lanze geben. Und ich will jetzt doch nochmal in die Stadt kurz. Weil mir eingefallen ist, da kann ich ja noch Ausrüstung kaufen, vielleicht für sie. Was hat sie denn an? Schauen wir mal. Sie hat keine Kopfbedeckung und keine Armbedeckung an. Guck mal, ob wir da was für sie finden bei dem Händler. Entschuldigung. Jetzt haben wir übrigens auch hier die Originalmusik. Oh, Customer. Ich muss nochmal mich entschuldigen, ich fand einfach die neue Musik so schrecklich. So, dann kriegt sie doch die Herzschleife. Und das Armband passt hier auch. Anything else? Come again. Dann ist sie ein bisschen besser ausgerüstet. So, ziehen wir ihr das mal an. Schon besser. Also ich muss halt wirklich sagen, die alte Musik ist halt wirklich hier besser. Also, das klingt vielleicht blöd, aber die neue hat mich echt so geschockt gehabt jetzt. Und das ist halt schade, weil es ist ein Remake, es ist für manche vielleicht das erste Mal, dass sie Secret of Mana spielen, ein Klassiker. Und dann werden sie so enttäuscht oder dann stellen sie vielleicht gar nicht fest, wie cool auch die Musik war, die halt ein Klassiker ist. Weil man schwärmt ja von Secret of Mana, wenn man mit dem Spiel aufgewachsen ist und dann erzählt man vielleicht Leuten davon, die das kennen. Und die spielen dann dieses Remake und denken sich so, oh Gott, die Musik ist doch schrecklich und so. Und dabei wehrt sie es gar nicht. So. Töten. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass die Gegner einfacher sind. Ja, vielleicht täusche ich mich da auch. Schnell mit dem Stufenaufstieg hier jetzt. Warum bin ich jetzt bewusstlos? Das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Der Staub war schon längst weg. So. Ich muss sagen, das macht jetzt wieder richtig Spaß. Das ist jetzt wieder so. Das ist das Secret of Mana, wie ich es mir erhoffe.
Also die Kämpfe haben sie schon gut hinbekommen. Muss man einfach sagen. Trotzdem natürlich noch nicht das Ganze so wie... Sag ich mal das alte... Ah, die Waffenstufe ist gestiegen. Sehr gut. Dann kann man jetzt nämlich bei ihr einstellen beim Angriffsverhalten. Wo war's? Angriffszielen. Angriffsverhalten. Auf Stufe 1 hochstellen. So. Das ist, muss man dazu sagen, Secret of Mana war damals auch so besonders, weil man eben, wenn man wollte, konnte eben ein Kumpel quasi den anderen Charakter steuern. Es gibt jetzt, glaube ich, hier leider keine Online-Funktion. Das wäre natürlich perfekt, wenn man online mit Kumpels jetzt spielen könnte in der heutigen Zeit. Aber früher war das halt Couch-Koop, das heißt, ein Kumpel konnte den zweiten Charakter übernehmen und dann konnte man quasi das Spiel so spielen. Und das Besondere war, man konnte es eben zu dritt spielen, wenn man den Adapter hatte. Und ich habe das damals tatsächlich mit Freunden durchgespielt komplett. Kippo. Gehen wir doch nach Kippo. Gaias Nabel wäre dann das nächste. Das gute Kippo. Hier können wir, glaube ich, wieder die andere Musik nehmen, um mal zu vergleichen. Aber ihr merkt den Unterschied, der ist so... Ich weiß nicht, ich finde die Instrumentenauswahl merkwürdig. Was gibt's denn zu kaufen? Kettenweste. Boah, 350 für dieses Kipao. Dann kaufen wir nochmal die Kettenweste einmal. Anything else? Ja, 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 ich will gerade Ellbogenschutz noch kaufen. Anything else? Come again. Und dann ziehen wir das mal unserem Helden an. Moment, da ist das richtige Menü. Statt einem Leder-Overall ziehen wir die Kettenweste an, statt einem Armband den Ellbogenschutz und dann verkaufen wir den Rest nämlich. Welcome. What'll it be? Dann verkaufen wir das Armband und verkaufen den Leder-Overall. Anything else? Come again. To the north is a cave called Gaia's Nabel, where the dwarfs live. Echt? Hätte ich schon nicht gedacht. Stand ja nur ein Schild da. Kommen wir da hoch? Ah, perfekt. My son Dylok always says he's too busy to visit, even though he practically lives next door. Ach, das ist das Dorf von Dulak. Sehen wir mal. I heard how rough life is in the nearby kingdom, but it's nice and laid back here. And the business is upstairs. Ah, der Herr Kanoni. My husband's brothers all look alike. Sometimes I can't tell who's who. Ich glaube, in der deutschen Version, ich bin mir nicht mehr sicher, hat sie gesagt, dass sie alle Kanoni-Brüder geheiratet hat und mit allen zusammen ist. Hoch lebe die Nicht-Monogamie! In alten Super Nintendo Spielen. So. Ja, das Dorf Kippo von Dulak. Wir werden jetzt hier übernachten, speichern und dann beim nächsten Mal weitermachen. One night is 10 GB. Stay the night. Für 10? Übernachten wir doch locker da.
Und wieder gibt's eine Szene. Cool. I'm sorry you had to see my dad and me get into a fight. Not my best moment. Though now that I think about it, I've seen you look pretty lame yourself. Also das mag ich tatsächlich. What do you mean? Remember when those goblins were gonna slice you up and eat you for dinner? They took you down so easily. Hey, I was ambushed, okay? Oh yes, I'm sure. Because a real swordsman would never be caught off guard by a simple goblin. Don't worry, I'll keep your secret. But in return, you have to help me. Look, I already told you that I need to get to the underground palace. And I told you, this is a matter of life and death. We need to stop the witch in the north. Who knows what she might have done to Dylok and his men? Well, when you put it that way... If you won't go with me, I won't waste my time looking for your silly palace. You want to split ways here? You were the one who decided to join me in the first place. Quit splitting hairs. Also das mag ich nach wie vor, dass es wirklich diese Gespräche gibt, die gab es vorher nicht. Sehr cooles neues Feature, da muss man sie wirklich loben. Also dann speichern wir jetzt. Und dann sage ich... Bis zum nächsten Mal, habt Dank, lasst vielleicht ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr wollt und wir sehen uns nächstes Mal bei Secret of Mana.